Es gibt eine Fachkräfteoffensive jetzt zur Kindererziehung, es gibt eine Fachkräfteoffensive für MINT-Berufe, eine Fachkräfteoffensive für Lehrer, das Land, das Handwerk macht eine Fachkräfteoffensive. Ist es nicht endlich an der Zeit, diesen planwirtschaftlichen Ansatz, dass man mit Menschen operiert, die es offensichtlich gar nicht gibt, wo sich die ganzen Fachkräfteoffensiven gegenseitig kannibalisieren und gegeneinander wirken müssen, zu beenden, indem man den Menschen einfach einmal klar sagt, es gibt in Deutschland nicht genug Fachkräfte, wir kriegen diese Fachkräfte auch aus dem Ausland nicht und wir müssen jetzt endlich zu einer familienfreundlichen Politik kommen, damit wir mittelfristig so viele Kinder haben, dass wir aus uns selbst heraus hier im Land genügend Fachkräfte auch wieder haben. Sehr geehrter Abgeordneter, nein, wir bleiben nicht untätig, sondern wir sind tätig. Wir haben das Fachkräfteeinwanderungsgesetz mit auf den Weg gebracht, was hier im Bundestag demnächst abschließend beraten wird. Wir tun weitere Dinge für die Fachkräfte.